Kleine Piekser mit großer Wirkung. Ab März 2020 ist eine Masernimpfung für viele verpflichtend. Kinder, die neu in die Kita kommen, müssen dann geimpft sein. Und auch die Kinder, die eingeschult werden. Für alle anderen gilt eine einjährige Übergangsfrist. Niemand sollte bei uns in Deutschland noch an Masern erkranken müssen. Masern sind eine höchst ansteckende Krankheit, die einen sehr, sehr bösen Verlauf auch nehmen kann. 86% aller Kinder wurden zwar mindestens einmal gegen Masern geimpft, notwendig sind aber zwei Impfungen und die haben viele nicht. Nach Schätzungen von Ärzten sind zehntausende Kinder in Deutschland ohne ausreichenden Masernschutz. Masern können zu schwerer Behinderung von Kindern führen, das Gehirn kann sich richtig auflösen, also es ist immer noch eine ernste Krankheit und auch ein normaler Verlauf von Masern. Die Kinder sind schwer krank. Das Ziel ist eine Impfquote von 95%, dann könnte die Krankheit sogar ausgerottet werden. Dass der Staat sich überhaupt einmischt, darüber wurde allerdings lange gestritten. Viele Eltern lehnen eine Impfpflicht ab. Das ist eine Körperverletzung meiner Meinung nach. Mir wäre es lieber, jeder könnte es selbst entscheiden. Dabei sind sogar Sanktionen geplant. Nicht geimpfte Kinder dürfen die Kita nicht mehr besuchen, nicht geimpfte Erwachsene nicht eingestellt werden. Eltern von Schulkindern ohne Masernimpfung droht im schlimmsten Fall ein Bußgeld von 2.500 Euro. Das ist wie im Straßenverkehr. Wer sich und andere etwa durch zu schnelles Fahren gefährdet, da ist eine Bußgeldbewährung auch selbstverständlich. Um alle zu erreichen, soll die Impfung immerhin erleichtert werden. Sie soll zukünftig außer beim Zahnarzt in jeder Praxis möglich sein.